Ja, und die Tür können wir auch nicht einfach so Ja, öffnen. ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Bin ich jetzt gerade auf einen Bug gestoßen? Kommt, nervt ihn! Sicher! Wie kann ich? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Es gibt leider auch gerade keine Möglichkeit, also ich finde jedenfalls keine. Die obere Tür zu öffnen. Es ist schon so lang her, dass ich das hier gemacht habe. Ich will halt eigentlich nicht stundenlang hier rumirren. Bei Nera ist jetzt was abgeklungen. Ja, jetzt habe ich die Türe wieder geschlossen. Oh ja. Dulak Trolltöter. Ah, Führerboy, mein Sohn. Tausch deinen Bogen gegen eine Flöte und spiel etwas Trauriges für deinen Vater. Ich bitte dich. Mit leichtem Schritt und ohne Gefühl. Warum zögerst du, mein Kind? Hinter diesem Bart versteckt sich das Gesicht deines Vaters. Worum geht es, die ihr braucht? Nur zu fragen. Mit leichtem Schritt und ohne Gefühl. Ah, Feuer über deinen Vater, Zwergling. Bring mich nicht zum Lachen. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Mit leichtem Schritt und ohne Gefühl, der Doppelgänger beendete meines Sohnes Spiel. Wie kann ich helfen? Und macht hier irgendeine Wolke. Ah, stinkende Wolke. Aha, jetzt rette ich die Lage. Nur ist näher, mehr Feuerbälle. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Was ist es? Bleibt zurück und gebt Acht. Oh, ihr habt jetzt... Nicht näher hauen. Bitte. So, gut. Ja? Noch ein Edelsteinchen. Worum geht es diesmal? Noch ein Teil für Nera. Ihr braucht nur zu fragen.
Stimmt, man muss die Puppen hauen. Aber auch die richtige Puppe hauen. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Okay, damit kann ich wieder nur die beiden Sachen öffnen. Und schließen. Die falsche Drehspuppe attackiere. Ah. Das ist besser. Worum geht es? Ihr braucht nur zu fragen. Okay, Teppich ist nicht gut. Mit Vergnügen. Ja? Ihr braucht nur zu fragen. Ja, mein aber natürlich, Schätzchen. So, soweit ich weiß, ist dieser Teppich voller Fallen. Sollten eigentlich Fallen auftauchen? Ich hab doch noch Wahrnehmung drauf, ja. Dolak Trolltöter, kill mein Erstgeborener, aber bist du ständig so ernst? Komm von diesem Thron herunter und vergnüg dich ein wenig mit deiner Familie. Wie kann ihr braucht, nur zu fragen. Du und ich, wir haben uns hier eine Festung gebaut, mein Sohn. Der Schatz ist sicher und der Clan wird stärker. Warum also immer noch so wachsam nah? Also ja, es gehen Türen auf und zu. Zwergenfleisch, wenn du kämpfen möchtest, dann lass uns kämpfen, damit wir das erledigt haben. Genau, bringt euch selber um. Ah, Safana, gib mir den Helm. Schützt vor Kritischen und macht immun gegen Panik. Geschenk des Friedens ist besser. Das ist Baldurans Helm und das ist ein Helm der Edlen. Hm. Und sonst kann niemand diesen Helm tragen. Gut. Was ist es diesmal? Nee, Rache, mal rein. Bleibt zurück und gebt Acht. So, weiter. Worum geht es diesmal? Wie ihr wünscht. Also einer von ihnen ist auf jeden Fall moralisch am Arsch.
und löst Fallen aus, was ich gut finde. Ja. So, du kriegst die hier ab. Ihr habt geläutet. Und am besten noch mehr von denen. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. So, noch ein Edelsteinchen. Worum? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Für euch tue ich alles. Aber natürlich, Schätzchen. Oh, Hackblöcke. Und Fallen. Oh, der blutige Kelch. Viel mehr Fallen. Ja, das ist der unschöne Ort hier, die Folterkammer. Ja? Wie ihr wünscht. Ich fühle mich aber natürlich, Schätzchen. Und ja, wir haben unser Maximum jetzt fast erreicht bei allen. Also höher als das hier geht's wirklich nicht in Baldur's Gate 1. Wie kann ich helfen? Ein dunkles, ranziges Blut verbirgt sich in den Tiefen dieses Zinkels. Der Rand ist schwarz verkrustet, wo andere offensichtlich schon ihre Lippen ansetzten. Tief eingeritzt in den Cache sind die Worte: Koste meine Furcht. Kostet meine Furcht, mhm. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Erstmal noch nicht. Ja, mein Schatz. Worum geht es? Ihr braucht nur zu fragen. Für. Aber natürlich, Schätzchen. Ja? Stellt euch meinen Dämonen. Das wird wahrscheinlich hier an dem Ding. Das Ding hier sein. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Okay. Au. Das war nicht schön. Zu einem zugelassenen Kleriker. Oh, jetzt sind wir wieder hier. Ja, wenn das euer Wunsch ist. Ach, hier war ja der Kontrollraum. Mal gucken. In der Nähe hat sich eine Türe geöffnet. Ah, hier die Tür. Jetzt haben wir die Tür geöffnet. Hat sich irgendwo eine Tür geschlossen. Die wollen wir aber wieder öffnen. Die hat sich geöffnet. Okay. Ihr Hornochsen, was habt ihr denn geglaubt, was ihr tut? Es hat sich eine Tür geschlossen, das war wohl die da. Die Tür hat sich geöffnet. Die hat sich geöffnet. Thank you.
Okay. Der Weg weiter wäre offen. Der Weg hier rum wäre offen. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Wir machen aber erstmal hier weiter. Für euch tue ich alles mit Vergnügen. Worum geht es diesmal? So, identifizieren wir mal. Dunax Kehin. In die Seite dieses verfluchten Kelchs sind die Worte kosten meine Furcht eingeritzt. Man sagt, dass das dunkle Blut, das in dem Kelch enthalten ist, Heilung bringt. Die Heilung hat jedoch einen Preis. Jeder, der von dem Blut trinkt, leidet unter Angst. Die Auswirkung hält 12 Stunden an, wenn sie nicht gebannt wird.